Was passiert mit der BVB-Aktie, wenn Dortmund Meister wird? Diese Frage stellen sich momentan viele. Können wir hier den großen Reibach machen? Oder ist der Zug schon abgefahren? Sind die Gefahren vielleicht größer als die Chancen, die sich momentan noch bieten? Wir gucken es uns im Chart an. In den letzten 4 Wochen ist die BVB-Aktie schon um ungefähr 50% angestiegen. Hier der Move nach oben, den wir sehen. Und jetzt schauen wir mal ein Stück weit in die Vergangenheit, um vielleicht aus der Vergangenheit lernen zu können, um zu sehen, wie hat sich denn Dortmund in der Vergangenheit entwickelt. Ich habe mal so die Platzierung der letzten Jahre mit aufgezeichnet. 2010, 2011 in der Saison, Dortmund, erster Platz, dann 2011, 2012, erster Platz. Danach längere Zeit immer weit, also ziemlich weit oben mitgespielt, einmal Platz 7, aber sonst, ne, Platz 2, Platz 3, Platz 4, Platz 2, 2, 3, 2, jetzt bestimmt wieder Platz 1. Aber wenn wir gucken, es gab hier eine dynamische Aufwärtsbewegung, bam, und dann kommen immer mal wieder Rücksetzer. Und genau das müssen wir einplanen. Ein Markt bewegt sich ja immer in Bewegungsschüben, Korrekturschüben, Bewegungsschüben, Korrekturschüben, Bewegungsschüben. Ne? Dann gab es mal ordentlichen Einbruch, Corona-Crash tief, klar, Fußball konnte im Grunde nicht gespielt werden oder zumindest hat es den Zuschauern wenig Spaß gemacht. Man konnte nicht mehr ins Stadion gehen. So, und jetzt wieder der Move nach oben. Das heißt, wir haben eine gute Chance, keine Frage, dass sich der Trend weiter fortsetzt. Wenn wir aber mal gucken, so hier im Preisbereich 6,50 Euro roundabout, da war früher mal Kaufniveau und zuletzt aber Verkaufsdruck, der dort entstanden ist. Das heißt, wir haben erstmal, aktuell sind wir im Bereich 5,70, wir haben noch, sagen wir, grob einen Euro Platz nach oben, keine Frage. Dort müssen wir uns aber darauf einstellen, dass wieder Verkaufsdruck entsteht. Denn all jene, die hier unten gekauft haben bei 3 und jetzt mittlerweile fast verdoppelt haben, na, die freuen sich doch, ne? Und die werden wahrscheinlich auch irgendwann mal zu einer Gewinnmitnahme neigen, weil man nicht wieder alles verspielen will. Weil die BVB-Aktie in der Vergangenheit ja auch, na, sie stand schon mal deutlich tiefer, war immer sehr volatil. Also Potenzial ist ein Euro vorhanden. Jetzt müssen wir uns aber angucken, auch das Risiko ist durchaus da. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, noch ist der BVB kein Meister. Ich drücke die Daumen, dass sie es werden, auch wenn ich Schalke-Fan bin. Ne? Aber trotzdem, wirklich von tiefstem Herzen wünsche ich mir, dass der BVB die Schale mal wieder in den Pott holt. Trotzdem müssen wir bei den Investitionen an der Börse eher die Gefühle außen vor lassen. Wenn Dortmund kein Meister wird, dann wollen viele wahrscheinlich wieder schnell aus der Position raus. Von einem auf den anderen Tag. Nächste Woche Montag kann sein, dass die Blase geplatzt ist. Und dann liegen ganz viele Verkaufsaufträge im Orderbuch. Und dann wird die Aktie, ich sag mal, vielleicht nicht von 6,5 oder von 6,50 oder von dem Niveau, wo sie am Freitag schließt, wird sie wahrscheinlich mit einem großen Gap nach unten eröffnen. Und sowas ist unkalkulierbares Risiko. Und deswegen würde ich hier nicht Haus und Hof auf die BVB setzen, sondern da muss man eher mit Köpfchen vorgehen. Selbst wenn man sagt, naja, komm, ist irgendwie so ein Liebhaberding. Ja, kann man natürlich was investieren, dann sollte man einen kleinen Betrag wählen, einfach damit man die Aktie hat. Aber da muss man sich auch fragen, na, war ich denn hier am Tief nicht Liebhaber genug, um die Aktie zu kaufen? So, und vielleicht gibt es ja spannendere Aktien, die man sich momentan zu Gemüte führen kann. Also deswegen, egal wie ihr euch an der Börse aufstellt, lasst die Emotionen weg und macht das Ganze mit kühlem Kopf. Genauso wie in der BVB, wie auch in anderen Investments. Und in der BVB müssen wir sagen, das ist eine ganz heiße Nummer. Ja, es ist Potenzial da. Wir wissen alle nicht. Vielleicht springen wir ja auch wieder hoch Richtung 59. Aber wir müssen entsprechend auch das Risiko einplanen. Denn auch bei der BVB, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir wissen nicht, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Was sich aber immer ganz ähnlich entwickelt, sind die Börsenkurse und da gibt es nochmal dynamische Schübe, dann gibt es wieder Korrekturen, dynamische Schübe, dann gibt es wieder Korrekturen. Und jetzt bleibt mir nur eins. Ich drücke dem BVB die Daumen und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Investments.